Hallöchen Nur Leute hat und jemand herzlich fasziniert vom willkommen. Feuer. Ich bin's, euer Wushu von den Gaming Bros. Und weiter geht's mit Let's Play Skyrim und wir sollen irgendeine schwarze Frau Seid suchen. ihr oft im Das ist ein Wolkengebiet? schwarzer Mann. Oh, Das ist ein keine weißes Frage, Kind. natürlich. Das Seid ist eine ihr Oma. sicher? Gucken wir mal hier durch. Vielleicht rennt sie ja hier irgendwo rum. Vielleicht arbeitet sie auch irgendwo. Kampfgeborener, gebt mir euer Geld. Haha, die erpresst dich. Die Wachen haben über euch gesprochen ich und behauptet, dass... Das ist ein schwarzer Mann. Ihr sucht meinen Gatten Nazem? Da seht ihr am besten. Okay, das ist die falsche, sonst könnte man die ansprechen. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Nein, ich habe kein Geld für dich, Kind, Alter. Gut, hier unten ist auch keine schwarze Frau, das heißt, wir haben überall durchgeguckt. Also an den Straßen gehen wir mal direkt ins erste Gasthaus. Dann gehen wir mal in die Schmiede, gehen wir einfach mal dann später in jedes Haus rein. Jetzt gucken wir erstmal hier in der beflockten Meere. Ja. Yeah. Und wir sind schon Stufe 4. Yeah. Krass. Fett. Kommt und so. Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht. Oder setzt euch ans Feuer und ich schicke euch jemanden hinüber. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich bin reif für den Ruhestand. Ich trage mich mit dem Gedanken, die Schenke an Isolde zu verkaufen. Und schwuchtel die rum. Sind. Gehen wir einfach mal hier rein. Ist hier eine schwarze Frau? Na, 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 na. Der singt aber schön. Nicht. Sadia, Liebling? Der Königsmörder von Sittern und Wesenneige. In ein paar Tagen werde ich euch losschicken. Ist hier eine Schwarze? Nein. Hier? Nein. Gut, dann ist hier keine schwarze Frau. Da ist eine schwarze Frau. Hallo. Ah. Seid ihr sicher? Oh nein. Sie haben mich gefunden? Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt mit mir. Ich muss euch unter vier Augen sprechen. Möpse. Kommt mit mir. Ah, das ist also die Schwarze, die wir finden sollten. Alter, kann der mal aufhören zu singen? Das nervt voll. Los, Schwarze, geh. Ich soll dir doch folgen. Doch still war der Rote. Bitte, wir müssen unter vier Augen miteinander reden. Ja, dann geh. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und Arsch. Wirft euch so schnell lieb auf ihn, bis schließlich ermattet er liegen blieb. Alter, jetzt geh doch mal. Dummer Bot, du bist so dumm. Augen miteinander reden. Endlich. Also arbeitet ihr mit ihnen zusammen? Was? Ihr glaubt, ihr könnt mich mitnehmen? Wenn ihr mich auch nur berührt, wird euch das ein paar Finger kosten. Wird? Das meine ich ernst. Ich schneide euch in Stücke. Dann wissen die Alikir also, wo ich bin? Was haben sie euch angeboten? Gold? Wie viele von ihnen kommen noch? Ganz ruhig. Es tut mir leid, nur bitte tut mir nicht weh. Ich weiß, ihr gehört nicht zu ihnen, aber ihr dürft ihnen nicht helfen. Ihr dürft sie nicht wissen lassen, dass ich hier bin. Bitte, werdet ihr mir helfen? Hier gibt es niemanden, dem ich vertrauen kann. Ja, und ich komme einfach vorbei und du vertraust mir. Das wird es. Oh. Dessen könnt ihr sicher sein. Also, wenn ich was dabei ich bin verdiene? Nicht die, für die Leute von Weißlauf mich halten. Mein wahrer Name ist Iman. Mhm. Ich bin eine Adlige aus dem Haus Suda in Hammerhill. Oh, adlig. Die Männer, die nach mir suchen, die Alikir, sind Assassinen im Dienst des Altmiri-Bundes. Sie möchten mein Blut gegen Gold eintauschen. Ihr müsst sie für mich aufspüren und vertreiben, bevor sie mich finden und nach Hammerfell zurückschleppen, um mich hinrichten zu lassen. Okay, gut. Na komm, so einer Lady muss man helfen. Sie sind Söldner. Sie sind nur auf das Geld aus. Angeführt werden sie von einem Mann namens Kematu. Wenn ihr Kematu! Werden alle anderen auseinanderlaufen. Ich wage es nicht, mein Gesicht zu zeigen und womöglich erkannt zu werden. Also müsst ihr herausfinden, wo sie sind. Okay. Ich habe gehört, einer von ihnen wurde gerade verhaftet, als er sich in die Stadt schleichen wollte.
Wenn er ins Gefängnis kommt, könnt ihr es vielleicht aus ihm rausholen. Okay. Ich weiß, fragen ich bitte euch mal um etwas Schwieriges, vielleicht sogar Gefährliches. Aber ich weiß einfach nicht, wem ich sonst trauen könnte. Kommt zu mir, sobald die Alikia erledigt sind. War falsch. Gut, Leute, dann machen wir doch mal diese Nebenquest, bevor wir weitermachen mit der Hauptquest. Zuerst gucken wir hier nochmal ein bisschen rum. Die Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Eine Schande ist das. Die Wachen in dieser Stadt sind alle faul und undiszipliniert. Es muss sich etwas ändern. Wenn ihr nach einer Dame sucht, dann sucht ihr besser anderswo. Gewiss. Was kann ich für euch tun? Na, spiel mal gar nichts. Nein. Ragnar der Rote. Eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Kenn ich. Und wer ist sie? Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Puh, ihr natürlich. Keine 6 Sekunden überleben. Warum nicht? Im waffenlosen Kampf. Ich wette 100 Goldstücke, dass ich mit eurem Fell den Boden aufwischen werde. Fell? Ich habe mir da einen Hochelfenmagier gemacht. Nur mit den Fäusten. Keine Waffen, keine Magie. Lydia? Und kein Geheule. Los, passt mit diesen Flammen auf! Los, zeigt mir, aus welchem Platz ihr geschnitzt seid. Ist eine los. Oh, das wird knapp. Ein dieses Lied hier ist beliebt. Der Rote. Aber das wird nicht so knapp, wie ich gedacht habe. Die alte Oma prügeln wir zusammen. Jemand muss mir helfen. Sterb, du scheiß Oma. Jemand muss etwas unternehmen. Pam, yeah. Werf den Schneebuckel zu Boden. Na los! Na, das nenne ich mal einen Schlag. Da habt ihr mich aber erwischt. Ja. Nur so dastehen und einstecken, wehrt euch. Ihr habt die Wahrheit gesprochen. Ja, Geld verdient. Wunderbar. Haben wir mal ganz kurz ein bisschen Geld verdient. Das ist doch wunderschön. Sicherheitslage in Weißlauf ist furchtbar. Dann machen wir auch direkt mal weiter mit der Nebenquest von den Schwarzen. Was sagt ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Okay, ach ja, genau, irgend so eine Wache war ja eingesperrt. Also irgend so ein Typ war eingesperrt. Warte, wo war das denn jetzt? Mit dem Gefangenen von Alikir. Der Gefangene, der... Warte. Einmal kurz auf der Map nachgucken. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Berichte dem Alikir. Oder mit dem Gefangenen. Ha, ich helfe der Frau und rede mit dem Gefangenen, weil so einer Lady muss man ja helfen. Die war irgendwo da oben, war das. Also der Gefangene. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zu gehen. In königlicher Pracht und gestalte diese. Ja, da oben. Wahrscheinlich in diesem. Da reingehen. Nee, daneben. Genau, das Gefängnis war ja daneben, da war ja schon mal. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Alter, halt's Maul. Scheiß Wache. Kerker! So, gucken wir doch mal im Kerker nach. Da ist bestimmt dieser schwarze Gefangene. Hoho, er ist schwarz. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Na da. Oder könntet ihr... Was guckt ihr denn so? Ihr wünscht also euren Tod? Mhm. Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten würde. Mhm, noch den ziehen wir durch. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Okay. Was braucht ihr? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Aha, Fail. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn nicht? Ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Okay.
100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Oh klar, verlieren wir die 100, die wir eben bei dem Fight gewonnen haben. Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Wachen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Okay. Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Besten sein. Ich war es nicht. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arkadi... Geht in Ordnung. Dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Okay, mach ich. So. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Gerne. Nun denn, ihr findet Kematu im Schwindlernest, einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Okay, gut. Euch ist doch klar, aber das ist euer Problem. Perfekt. Nicht meines. Komm schon. Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei. Na, jetzt kommt was Lustiges. Glaube ich. Also das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war das richtig lustig. Tut mir leid, ich höre nicht sehr gut. Habt ihr etwas gesagt? Ich sagte, mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich jetzt hier raus. Ja, ja. Oh, ich scheine meine Schlüssel verloren zu haben. Könnte eine Weile dauern, sie wiederzufinden. Bleibt einfach hier. Ich werde mich schon darum kümmern. Voll nicht diskriminierend. Oh, ich habe irgendwie aus Versehen meinen Schlüssel verloren. Ah, fail. Ah, naja. Gut. Wir sollen in irgendeine Höhle westlich von Weißlauf? Ja, gar nicht weit oder so. Nein. Töte Kematu. Gut, das tun wir dann mal. Reisen zuerst zum westlichen Wachturm. Denn von da aus ist es kürzer. Rotwardone, da sind sie doch. Von Hammerfell, wo ist das denn? Gucken wir mal kurz. Also ich guck mal kurz auf meine epische Skyrim-Karte, die ja bei dem Spiel dabei war. Ah, Hammerfell ist da unten. Ja, ja, unten links. Grenzt das an Skyrim. Unser Himmelsrand. Episch rennen wir hier rum. Dann gehen wir doch mal über die Straße. Irgend kaputtes Haus ist da denn. Hallo, kaputtes Haus. Oh, ein Hirsch. Ja, der ging daneben. Ein kaputtes Haus. Ein Bett? Ist hier vielleicht eine Truhe? Das wäre cool. Nein, natürlich ist hier keine Truhe oder sowas. Oh, wer ist das denn? Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Okay. Was ist hier denn? Festung Graumauer, sind das Gegner? Anscheinend nicht. Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir gehen da runter. Das ist, glaube ich, nicht gut. Gehen wir jetzt einfach querfeld ein. Passt schon irgendwie. Das ist eine Ader. Eisenerzader. Schade, wir haben keine Spitzhacke. Und da basteln wir doch dann gleich auch schon. Oh mein Gott, ein Mammut. Ist das fett. Ah, da ist so ein Riesenlager. Ich glaube, direkt am Anfang sollen wir die noch nicht killen. Vielleicht schaffen wir uns ja da reinzuschleichen, um diese fette Truhe zu öffnen. Da ist nämlich immer geiles Zeug drin. Also... Manchmal ist ja geiles Zeug drin, manchmal auch einfach nur Geld. Aber wenn dann... Auf jeden Fall ist was drin, womit man Geld verdienen kann. Ja. Nehmt das. Ich hole es mir später wieder.
Ich zahle gut. Verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Okay. Zack, Finisher. Was hat der Typ mir denn jetzt gegeben? Hä? Eine Waffe? Nein. Bekleidung? Nein. Auch nicht. Auch nicht. Vielleicht was Sonstiges. Okay, keine Ahnung, was er mir gegeben hat. Aber er hat mir irgendwas gegeben. Gucken wir mal, dass wir uns... Oh, da ist schon ein Riese. Ich glaube, jetzt am Anfang wären die Riesen doch etwas zu stark. Das ist ein komischer Baum. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja. Großartig. Danke. Der Bastard hat mich bestohlen. Aber den erwische ich schon noch. Ach, der hat ihn bestohlen? Das hat er mir gegeben. Okay. Wo steht denn die Truhe? Oh, shit. Mammut. Lauf, 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 lauf. Hä? Da ist gar keine Truhe. Normalerweise haben die eine Truhe. Schade, Leute. Okay. Diese zwei Typen, also der eine hat wohl den Jäger bestohlen und hat mir das Ding dann gegeben. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oh, Glühwürmchen. Gehen wir mal hier hoch. Was sind das da unten? Mein Gott, noch mehr davon. Eine Schatulle. Ah, Müll. Salz. Becher, makelloser Amethyst. Nehmen wir mal alles mit, auch wenn es Müll ist. Naja, wir kommen immer näher an diese scheiß Höhle, wo dieser scheiß Schwarze drin ist. Ich sehe gerade, wir überziehen, Leute. Und zwar mächtig. Deshalb würde ich sagen, machen wir dann einfach nächstes Mal weiter, wenn wir diesen Schwarzen töten sollen in dieser Höhle. Ciao, Leute. Man sieht sich, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim.